Wir sind zurück in Stellaris Megacorp und die Hisho, kriegerische Weltraumvögel, beanspruchen ein Sternsystem von uns. Und man sieht, die Luft wird etwas dünner. Die Hisho sind bei minus 320 Meinung und die Vampire sind ja bei minus 155 und wir haben nur die orange-katholische Kirche als ja, Freunde, Verbündete. Also wir haben noch keine Allianz, aber wir haben verschiedene Abkommen mit denen getroffen. Handelsabkommen, Forschungsabkommen, gemeinsame Gebietsnutzung, Durchflüge, freie Durchflüge und so weiter. Also die Liste unserer Freunde ist nicht besonders lang. Naja. Wir müssen uns irgendwie durchschlagen. Aber darum geht es ja meistens in Stellaris. Aber ich gebe zu, es ist meine erste größere Partie und mein erstes Let's Play davon. Ja, aber es macht Spaß, finde ich. Und der Zeitpunkt ist da, wo ich eingestiegen bin. So. Also die Hisho beanspruchen Banat Star. Ein System, was mitten in unserem Imperium liegt und eigentlich nur diese Luxusressource bietet. Die exotischen Gase, die wir noch nicht abbauen können, aber das ist natürlich, naja, tabu für die. Glücklicherweise gibt es keinen direkten Zugang. Der Zugang würde hier über diese Route führen und Sirius haben wir relativ gut verteidigt, allerdings das Kräftegleichgewicht sieht so aus, dass unsere Feinde leicht überlegene Flotten haben. Das heißt also, wir sind im Bereich Flotten relativ weit hinten. Und alle haben eigentlich überlegene Flotten. Das macht mir etwas Sorge, aber naja. Ich versuche halt die Ressourcen hier irgendwie hinzukriegen. Jetzt wollte ich nochmal kurz auf die Planeten schauen. Erstmal auf die Erde. Kann ich da mal irgendwie drauf gucken? Wieso kann ich das gerade nicht öffnen? Weil ich im Pausenmodus bin? Seltsam. Wieso kann ich gerade die Erde nicht öffnen? Muss ich vielleicht unpausieren? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ich hätte doch... Genau, jetzt geht's. Naja, vielleicht ein Doppelklick oder so. Also gut, wir sind in Alpha Centauri Prime. Da haben wir... zwei arbeitslose Bewohner. Wir können erst neue Gebäude bauen, wenn wir bei einer Bevölkerung von 10 sind, also bald. Aber wir könnten schon mal, da die Wohnungen ja auch relativ knapp sind, vielleicht neue Wohnungen bauen. Also es ist ja auch so, dass Distrikte auch Jobs schaffen. In diesem Fall, also ein Wohndistrikt würde einen Beamtenjob schaffen. Das würde uns also zugutekommen. Ja, jetzt hatte ich noch das Spiel am Laufen. Wir haben einen abgestürzten Erzfrachter entdeckt. Nach der Identifikation einer Anomalie von Schnick und Schnack Sai Da Vinci, also unserem Forschungsschiff, hat das zerschmetterte Wrack eines uralten Superfrachters entdeckt, der tief in der Asteroidenkruste begraben liegt. Da der Mineralreichtum des Asteroiden deutlich höher ist als normal, muss der Frachter voll beladen gewesen sein. Das heißt, wir bekommen also in diesem System plus 3 Mineralien, also dauerhaft, hinzu. Ja, eine gute Nachricht zwischendurch. Aber ich pausiere mal, bevor mir wieder hier alles wegläuft. So. Also ich wollte sagen, wir bauen einen Wohndistrikt, der schafft gleichzeitig einen Job und 5 Wohnungen. Ja, das macht irgendwie Sinn. Auf Alpha Centauri.
So, Distrikt kostet 450 Mineralien, die haben wir zum Glück. Bauen wir mal. So, wie sieht's in den anderen Kolonien aus? Sirius Prime. Zwei Arbeitslose ebenfalls. Ja, da könnten wir eigentlich auch noch einen Wohndistrikt bauen. Ja. Aber wir haben jetzt gerade nicht genügend Mineralien. Ja. Muss ich als nächstes bauen. Also Sirius Prime Wohndistrikt bauen. Ja, wir haben nur noch eine Wohnung und auch zudem zwei Arbeitslose. Da wachsen wir in drei Bevölkerungseinheiten mehr. Also es dauert noch ein wenig. So, ich hatte schon genau das Wachstum gefördert auf meinen Kolonien. Mit 1000 Food kann man einen Wachstumsschub geben bei unter Entscheidung. Da gibt es ja verschiedene Optionen, Planetenentscheidung. Und ich hatte halt diesen Schub hier für 10 Jahre aktiviert. Da gibt es dann, ja, einen Wachstumsbonus. So, dann kann es eigentlich mal weitergehen. Achso, die Erde. Jetzt geht das wieder mit dem Doppelklick. Die wächst. Wohnung habe ich genug. Ja, einen Arbeitslosen. Da hatte ich. Ich hatte, glaube ich, die Kriminalität künstlich gesenkt mit Luxusgütern. Und deswegen haben wir jetzt einen leichten Minus hier auf Luxusgüter. Da könnte ich mir mal überlegen, ob ich vielleicht irgendwie ein Gebäude schaffe, was mehr Luxusgüter produziert, weil da bin ich ein bisschen knapp, nämlich mit minus 4 Verlust pro Monat, glaube ich. Aber ansonsten, ja, wir wachsen auch schon bald wieder hier, gebäudetechnisch. Okay, das muss ich mal im Auge behalten. Und weiter geht's. Ja, genau, wir waren da oben dabei zu expandieren und wir hatten zum Glück das System Baxom gesichert vor den Vampiren. Das Problem ist nur, das war die gute Nachricht, das ist auch sehr ressourcenreich. Das Problem ist nur, unsere Versorgungsroute ist abgeschnitten. Ja, wir wollten eigentlich, oder ich wollte eigentlich unbedingt das System Asmare besetzen, weil hier ist eine Megastruktur, die nicht beantwortet ist und die könnten wir reparieren und für uns nutzen, was, glaube ich, mehr Einigkeit bringen würde, dauerhaft. Naja, aber das, da weiß ich immer noch nicht, wie ich das managen soll. Also hier komme ich nicht weiter ohne Krieg. Es gibt keine Verbindungsroute. Ich kann auch nicht direkt zu der orange-katholischen Kirche, obwohl wir eigentlich die Grenzen geöffnet haben und auch die freie Fahrt durch das Gebiet. Aber wie soll ich hier durchkommen? Also hier ist total, ja, ein Break, sag ich mal, eine künstliche Grenze, weil ich keine Starlanes besitze. Ja, und direkt rüberspringen, da habe ich noch nicht den Antrieb dafür, also die Technologie, das geht wohl später im Spiel, dass man direkt springen kann, ohne Starlane. Und zudem, wenn ich überhaupt einen Außenposten bauen würde, würde das 365 Einfluss kosten und ja, wir wachsen plus 3 Einfluss pro Monat. Ja, was ein bisschen wenig ist und das wird ja noch Jahre dauern. Von daher bin ich jetzt gerade ein bisschen, was diese Situation angeht, überfragt. Und ich fürchte fast, irgendwann schnappen die Vampire das System weg. Und Krieg anfangen mit unterlegenen Flotten ist, glaube ich, auch nicht so die beste Idee. Obwohl die orange-katholische Kirche mir beistehen würde. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch im Fall eines Angriffskrieges tun würde. Denn wir haben nur ein Defensivbündnis. Also wahrscheinlich, wenn ich angegriffen werde, hätte ich das bisher verstanden. Aber gut, weiter geht's. Was haben wir denn hier für eine News? Wir haben noch einen Anspruch von den Vampiren. Und die beanspruchen auf einmal das System Yama. Jetzt geht's los hier. Die Luft wird echt dünner. Und ich bin gerade dabei, hier eine Sternbasis zu etablieren. Eine Verteidigungsbasis.
Und ich habe zum Glück schon eine Flotte da, die allerdings sehr bescheiden ist. Die muss ich auch gleich aufrüsten. Ja, eins nach dem anderen. So, ich gehe mal wieder ein bisschen rauf mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, die Forschungsschiffe waren zum Glück alle beschäftigt. Ships upscaled. Genau, ich hatte teilweise meine Flotten abgegradet mit Deflektoren und Panzerung. Upscaling complete. So. Und die Sternbasen, genau. Ja, ich komme kaum noch hinterher hier. Flotte verbessert. Sternbasis dich aufgerüstet und die Sternbasis. Ja, genau. Bauvorhaben. Das wäre da unten. Wieso wird das hier nicht abgeerntet? So. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir angegriffen werden. Ich fürchte... Was ist hier mit dem Außenposten? Market Outlier identified. Ein was? Durch den Trümmergürtel um Wir 3547 treibt eine ungewöhnlich durchdachte geometrisch Mineralienkonfiguration, hä? Die womöglich von Aliens stammt. Aha, eine Anomalie. Ja, die können wir mal locker untersuchen, ist nur Routine. Tun wir. So, ich kann die Basis kann ich ausbauen in Baxom. Und da werde ich natürlich jetzt Achso, ich baue ja schon gerade, hier sehe ich gerade, okay, ist schon in Arbeit. Genau, die Verteidigung war schon angestoßen, hier die Module, Besatzungsquartiere, Raketenbatterie und Schiffswerft. Genau, und dann kann ich auch die Flotte da stationieren. Das läuft also schon. Sehr gut. Und dann kann ich hier die Flotte Expedition One auf Baxom stationieren oder Baxom. Kann man manchmal schwer sehen, ob es ein O ist oder ein M, weil das so dicht beieinander geschrieben ist. Und wir können eine Tradition freischalten. Das ist sehr gut. Uns fehlen im Bereich Vorherrschaft, also Militär, noch zwei Optionen. Dann können wir einen Aufstiegsvorteil freischalten. Und das macht, glaube ich, Sinn so langsam. Weil jetzt hier oben bei Ausbreitung gibt es zwar auch ein paar nette Sachen, aber ich möchte jetzt unbedingt mal diesen Bereich, Militärbereich hier komplett auffüllen, damit wir auch einen Aufstiegsvorteil auswählen können. Da habe ich nämlich noch keinen. So, Unterhalt der Schiffe um 10% reduziert. Flottenkapazität erhöht, das ist natürlich sehr gut. Ja, uns fehlen im Prinzip noch... was fehlt denn jetzt noch? Also ich denke mal, die beiden fehlen ja noch. Die haben wir schon freigeschaltet, genau. So, genau, so muss es sein. Dann können wir die Baukosten um 10% reduzieren und die Baugeschwindigkeit um 25% erhöhen. Ja, ist das Einzige, was wir hier wählen können. Also danach folgt das dann. Und ja, wir können also unsere Flotten weiter ausbauen. Wenn ich jetzt was anderes nehme, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja, Einflusskosten um 10% reduziert bei Sternbasen ist natürlich auch nicht schlecht. Aber dann, ja, ich möchte ja auch mal so einen Vorteil hier freischalten, so langsam. Also nehme ich das. Ja, sonst komme ich ja nicht weiter, was das angeht. Dann fehlt nämlich nur noch ein Element und dann können wir einen Aufstiegsvorteil sichern. Und ich hoffe mal, es sind ein paar schöne Sachen dabei. So, weiter geht's. Wann kann ich denn die Flotte hier stationieren?
Kann ich die jetzt schon stationieren bei Buxcom? Expedition. Wo sind wir? Ach, hier. Heimatbasis. Buxcom geht schon. Ja. Dann werde ich das natürlich tun. Expedition, genau, die ist bei Buxcom. Das müsste auf jeden Fall dann die Kosten senken. Und dann kann ich auch gleich hier... wenn die Schiffswerft fertig ist, die Flotte aufrüsten. War jetzt schon die Flotte... die Schiffswerft fertig? Oh, so gut wie. Alles klar. Upscaling complete. Dann sollten ja die... So, jetzt muss ich ja im Prinzip die Flotte da auch verbessern können. Also, upgraden. Da gibt es nämlich ja, neue Panzerung und neue Schilde. Ja, die wird ja wohl dann dort verbessert. In der Werft. Gehe ich mal stark von aus. Ja, da ist das Zeichen für Verbesserung. Genau, fängt schon an. Alles klar, es geht ja relativ schnell. Das funktioniert also. Und wieso ist hier das Schiff nicht hier am... Ach, das baut schon eine Forschungsstation. Alles klar. Dann ist ja das in Arbeit alles. So, dann sind wir hier etwas besser gerüstet mit der Expedition. So, und wir können... Der Prinz, was ist das denn? In einem sanften Orbit um den gewaltigen Wir treibt eine tragbare Datenbank. Sie wird von der Cy-4 Da Vinci geborgen und untersucht. Sie enthält einen Text in einer unbekannten Aliensprache. Das Vokabular ist uns nicht gänzlich unvertraut, der Satzbau ist aber befremdlich komplex. Wissenschaftsoffizier Yushin Okamoto empfiehlt genaueres Studium, um die Inhalte und die Ursprünge des Textes zu entschlüsseln. Ja, ich denke, der Prinz, das klingt so geheimnisvoll, das will ich natürlich wissen. Log revised. So. Okay, wer hat hier nichts zu tun? Alle sind beschäftigt, wie es aussieht. Ja, bin mal gespannt, wann ich überrascht werde von den Hisho. Und wir können eine neue Sozialforschung wählen. Ja, jetzt mal genau überlegen. Lebensdauer der Anführer? Um 10 Jahre erhöht. 5. Ja. 57 Monate dauert das. Was haben wir denn hier? Entfernung von gefährlicher Tierwelt. Ja, diese Blöcke auf dem Planeten könnte man da entfernen. Oder die Forschung beschleunigen um 20% generell. Anführer 10 Jahre. Er ist natürlich auch nicht schlecht. Allerdings. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so einen großen Einfluss hat momentan. Also ich glaube, ich würde lieber die Sozialforschung an sich beschleunigen wollen. Ja. Ich tue es mal. So, man muss sich ja mal entscheiden. Ships upscaled. Unsere Flotte ist abgegradet. Könnte eigentlich mal ein bisschen verstärkt werden. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, ich glaube, ein Schiff muss ich noch dazu packen.
denke schon. So, die Flotten. Expedition. Kann ich überhaupt das? Ja, doch, kann ich. Können wir. Ja, wir haben, glaube ich, noch Kapazität über. Moment, wo war unsere Flottenkapazität? Da. 18 von 24. Ja, das geht also. So, aber mehr glaube ich erstmal noch nicht. Sonst wird es hier zu teuer irgendwann. So, was macht denn hier unser Construction Ship? Baut noch, okay. Dauert ganz schön lange hier. So, dann ich mal ein wenig beschleunigen, glaube ich. Also das heißt, wir haben eine neue theoretische an Handelswert entdeckt hier in dem System. Das Schiff hatte noch weitere Befehle, genau. Da ist es auch schon weggerauscht. Ja genau, also die Expansion erfolgt hier auf jeden Fall noch. Hier ist ein Sternverschlinger, den müssen wir natürlich umgehen. Aber hier sind wir jetzt blockiert im Nordosten, leider. Und im Süden sowieso durch die Hisho. Ja, und hier haben wir leider keinen Durchgang zu der orange-katholischen Kirche. Ja, das ist sehr schade. Das stellt mich ehrlich gesagt vor ein Problem, das ich noch nicht so richtig lösen kann. Ich weiß auch gar nicht, wann dieser Antrieb kommt von der Forschung, bei dem man ja, sich frei bewegen kann im All, ohne Starlanes. So, was haben wir denn hier? Abernten, ja. Was ist hier mit der Starbase? Die baut noch. Ja, okay. Wann beginnt der Krieg gegen die Hisho oder die Vampire? Das frage ich mich schon. Das ist natürlich spannend, wenn man das noch nie ja, wirklich gespielt hat, Stellaris, so lange. Ich hatte immer nur das Tutorial gespielt. Und dann habe ich es immer wieder aufgeschoben. Upscaling complete. Ja, aus diversen Gründen. Aber jetzt bin ich halt eingestiegen. Ich habe es auch nicht bereut. Und ja, das ist das eine Schiff, das wartet hier. Ich weiß ja nicht, was ich damit anfangen soll. Ich komme ja nicht mehr zurück. Ah, soll ich das auflösen? Na, das macht auch keinen Sinn. Vielleicht können wir doch noch hier Fuß fassen. Wäre zu schade. Oh, was ist hier mit dem Schiff los? Das forscht gerade noch, okay. Im System da. Charax. Upscaling complete. So, können wir hier irgendwas bauen? Wir haben doch hier die Bergbaustation. Market outlier identified. Wer baut noch? Einen neuen Markt entdeckt, theoretisch, und wir haben eine Anomalie entdeckt, die wir relativ schnell erforschen können. Ein verlassenes Schiff. Erforschen. Ja, hoffentlich ist das mal irgendwie was Günstiges, vielleicht sogar ein Militärschiff, was wir benutzen könnten. Sowas wäre natürlich mal nicht schlecht. Auf sowas bin ich ja noch nicht gestoßen bisher. So, Pause. Raus, bitte. Alles geht voran.
genau. Ich kann noch auf der... Ich wollte ja noch einen Wundestrick bauen, aber da brauche ich, glaube ich, 460 oder so. Warten wir noch ein bisschen. Ja, alles läuft. Upscaling complete. Die Einkommensrate wird langsam besser. So, können wir jetzt irgendwas bauen hier? Was wir noch nicht konnten bisher? Nee. Verbessern geht nicht, weil ich keine sternfeste Technologie erforscht habe. Leider. Was machen denn unsere anderen Starbases? Geht auch nicht. Also da kann ich momentan nichts verbessern. Schade. So, was haben wir denn jetzt im Orbit um Astare 3? Haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenschuss scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Bringt mehr Forschung. Okay. Weiter geht's. So, jetzt können wir aber mal hier mit der India weiterfliegen. Und zwar nach... Ja, hier oben hin. Ja, erstmal dahin fliegen. 75 Einfluss. Ja, Einfluss, das ist das Problem, ehrlich gesagt. Erstmal dahin fliegen. That's a problem. Wie viel brauchten wir hier? 360? 273, gar nicht schlecht. Ist, ja. Vielleicht schaffen wir das ja wirklich, hier einen Außenposten zu bauen. Das wär's, wirklich. Hätten wir hier einen Brückenkopf. Sehr schön, die Forschung geht jetzt auch ein bisschen schneller. Wir haben globale Energieverwaltung erforscht. Mehr Energie. Und wir können jetzt im Bereich Physik... ...5% mehr Forschung. Ja, blaue Laser sind leistungsstärker als rote Laser. Bessere Energiewaffen. Oder mehr Energiecredits von Technikern. Ha, das ist knifflig, knifflig. Also, da unsere Flotten ja unterlegen sind, braucht die natürlich stärkere Waffen. 5% ist jetzt auch nicht so der Knaller. Da bin ich jetzt echt in der Zwickmühle mal wieder. 10% mehr Energiecredits von Technikern. Ja, auf dem Planeten. Energie sind wir nämlich ein bisschen knapp, also, verdammt. Entscheidung. Ja, was nehme ich?
Da tue ich mich echt gerade schwer hier. 5%, ja, okay, das ist nicht ganz so. Neue Waffen. Ah. 10%, ja, wie viel würde das bringen? Das ist die Frage. Wir sind gerade ein bisschen knapp mit Energie. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, okay, ich nehme mal die Energiesache von den Technikern hier. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, wer weiß. Outlier identified. So, Anomalie entdeckt. Ja, es geht ja wieder schnell. Aber es ist im Bereich des Möglichen, dass wir hier tatsächlich einen Außenposten bauen könnten. Und das gefällt mir, dieser Gedanke. Das wäre wirklich nicht schlecht. Und wir haben eine neue Eigenschaft erhalten. Wilhelmina Erhard. Okay. Erhält die Eigenschaft Archäologe. Sehr gut. Na gut, wir können ja hier ordentlich Energie abschöpfen, aber gut, naja. Manchmal ist die Entscheidung halt. Die orange-katholische Kirche breitet sich langsam über sich aus. Und ich möchte unbedingt hier einen Außenposten bauen. Unbedingt. Nein, da kommen welche. Da kommen Forschungsschiffe rein von den Vampiren wahrscheinlich. Wir haben ein verlassenes Militärschiff namens Nefris Stolz gefunden. Wir können ein neues Spezialprojekt anstoßen. Ja. Wieso nicht? Oder Einfluss gewinnen. Oh, 50 Einfluss. 50 Einfluss. Ja. Ich spekuliere ja jetzt hier wirklich auf das System hier. Aber da sind gerade hier die Vampire eingetroffen. Ich sehe es gerade schon. Mit einem Forschungsschiff. Okay, kein Konstruktionsschiff. Schaffen wir das mit den Credits? Also wie viel brauchten wir hier? Ein Langstrecken-Stealth-Bomber. Ja, das ist wieder so eine knifflige Entscheidung. Mein Gott. Verdammt. Wir haben keinen Nutzen für eine solche Waffe. Ja, 50 Einfluss. Okay, nee. Ha, ich bin in einer Zwickmühle. Hilfe. Wir brauchen die 50 Einfluss für die Expansion hier. Aber wir könnten auch neue Waffen gebrauchen. Vielleicht eine Superwaffe. Oh. Ich muss mich entscheiden. Meine Güte, ist das schwer. Ja gut, 50 Einfluss. Ja gut, es ist eine Megastruktur, okay, aber es ist ja nicht das Allheilmittel. Oder doch? Irgendwie hat es mir diese Megastruktur angetan. Ich weiß gar nicht, das bringt ja, glaube ich, nur mehr Einigkeit. Aber Einigkeit ist ja auch nicht ganz unwichtig. Okay, vielleicht können wir ja diese Megastruktur sichern. Ich kann mich nicht entscheiden. Mist, Hilfe. Verdammt. Eine ominöse Waffe, Stealth-Technik. Oder 50 Einfluss. Ah, ich nehme die Waffe. Ich weiß es nicht, ob es gut oder falsch ist. Das ist der absolute Cliffhanger jetzt. Aber ich werde jetzt diese Folge beenden und ja, zum Anfang der nächsten Folge meine Entscheidung kundtun. Weil ich muss da, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde drüber nachdenken.
Dann sag ich mal, danke fürs Zusehen und ciao, der Argonaut, man sieht sich.